Ja, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Workers and Resources Sarit Republic. Mein Name ist Azuril und ihr schaut meinen Gaming-Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir ja wirklich viel experimentiert, um zu schauen, woran das liegen könnte, dass unsere Arbeiter die Bushaltestelle nicht mehr erreichen. Und ja, eben ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ehrlich gesagt sind es bloß 5 Minuten, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe und die neue jetzt gestartet habe. Es ist tatsächlich... Also bin ich mir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sicher, ein neues Feature. Und zwar habe ich das vorher nie bemerkt, gibt es in den Gebäuden jetzt selber, die Möglichkeit, so wie vorher nur an Bushaltestellen hier zuzuweisen, wo die Arbeiter hingehen sollen. Wenn ich mich jetzt hier draufklicke, kann ich jetzt genau zuweisen, wo die Arbeiter hingehen sollen. Und genau das war der springende Punkt. Es ist richtig gut, aber scheinbar, wenn man das nicht zuweist, ja, dann gehen die Arbeiter einfach auch nicht dahin mehr. Das heißt, wir haben eine Menge Arbeit, weil wir entsprechend das in jeder Stadt und für jedes Gebäude jetzt nachholen müssen. So. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen natürlich, dass die Arbeiter hier auch hingehen. Ach, im Übrigen, ich habe den Spielstand wieder geladen, ne? So. So. 100% zur Busplattform wollen wir natürlich nicht, weil hier sind ja auch noch umliegende Gebäude, die auch noch berücksichtigt werden. Wir wollen... Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wenn wir... Gehen die denn jetzt ausschließlich 100% alle zur Busplattform? Na, wir werden es gleich sehen. So, gucken wir mal. So, und das ist zumindest jetzt schon mal eine... Wahrscheinlich der Punkt, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das auf jeden Fall das Rätsels Lösung war. Schaut mal hier. Ja, das war auf jeden Fall das Rätsels Lösung. So, schauen wir mal. Da sind sie, die Arbeiter, und warten und warten und warten. So. Und das erklärt auch, warum meine Produktivität so extrem runtergegangen ist. In meinen anderen Städten. Ja, schaut ihr, die gehen trotzdem immer noch dahin, aber hier ist jetzt richtig was los. So, jetzt schauen wir nochmal einmal die Busroute an. Ob die soweit in Ordnung ist, die Kohlestadtroute. Genau. Das heißt 100% einsteigen, genau, in einem Heizwerk steigen dann die meisten Leute aus. Super. Jetzt geht's wieder rund. So, ich hoffe, dann wird auch gleich die Loyalität steigen. Jetzt mache ich aber mal Pause, weil wir, wie soll ich sagen, das natürlich überall machen müssen. Das wäre nämlich fatal. Kann ja sein, dass wir hier eine ähnliche Konstellation haben. Aber schaut mal, hier sind die Arbeiter von ganz alleine hingegangen. Aber wenn die abhängig sind, quasi über eine Bushaltestelle gehen zu müssen, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass wir das zuweisen müssen. Ja, schaut mal, jetzt bin ich nur noch ein einziger Arbeiter. Was? Mega. Ja, ja, okay. Gut, dann würde ich sagen... Übervölkern wir diese... Was haben wir? Wo, Moment. Ja, das ist aber eigentlich gut so. Genau. Okay. Sollen Sie da ruhig mal hinfahren? Schauen wir mal. Plattenbau 5. Und dann sagen wir... Dieser Plattenbau auch. Und... Dieser Plattenbau auch. Und... Der Plattenbau auch. Der Plattenbau auch. So, ich weiß jetzt noch nicht, was das sich jetzt das gleich für Auswirkungen auf unsere Ökonomie hat. Aber ich vermute, wenn ich hier nochmal schaue, wir sind ja quasi hier in Eisenstadt. Eisenstadt, wo ist es? Sakoi. Überhaupt welche in Eisenstadt? Wir müssten doch eigentlich Buslinien haben. Das ist unsere Hauptstadt. Sakoi ist... ja. Weil das immer noch Sakoi heißt. Das müssen wir auch mal ändern.
Das ist eigentlich... Oh Gott, wo war denn das jetzt? Das war auch irgendwo versteckt. Da jetzt lasst uns erstmal ganz kurz schauen. Gehen hier alle tatsächlich zum... Ah, jetzt habe ich das falsch zugeordnet. Schaut mal. Das ist nämlich... Obwohl, habe ich gar nicht. Wir müssen nur ein bisschen aufteilen. Ein paar fahren von da unten los. Ein paar von da oben. Gut, Krankenhaus ist auch wichtig. Und die Eisenmine. Ah ja, okay. Das ist sogar eine Busverbindung dahin. Ja, dann ist das in Ordnung. Dann können wir das so machen. Denn von da aus werden die anderen dann abgeholt. Ist das quasi der Haupt... Ja, der Hauptplatz. Müsste passen, ich hoffe. Wir werden das gleich sehen. Dann lasst mich das ganz kurz hier auch noch machen. Weil hier dürfte das nämlich ähnlich katastrophale Auswirkungen haben. Weil die halten sich nämlich alle nur hier auf. Die Arbeiter. So. Ich würde sagen, dieses Gebäude exklusiv. Dieses Gebäude wird auch exklusiv dazu gewesen. Dieses Gebäude ebenfalls. Arbeiter. Dieses Gebäude ebenfalls. Okay. So, und dann. Das ist natürlich von hier aus. Ist das zu weit? Oder ist das zu weit? Ich glaube schon. Ich glaube, die kommen nicht bis dahin. Nee, schaffen sie nicht. Habt ihr gesehen? Ja, die werden... ist es hier. Die kommen halt nur bis dahin. Okay, das bedeutet, im Moment, hier haben wir sogar noch zwei Gebäude vergessen. Die müssen wir natürlich auch noch... Na, jetzt haben wir wahrscheinlich dann kein Problem mehr mit Arbeiter. Ich hoffe, wenn wir die alle darauf assignen. So, und die aus diesen beiden Großgebäuden, die sollen hier zu dieser Busplattform. So, perfekt. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch für eine Nachricht haben. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ist nicht in Ordnung, aber mindestens erklärbar, warum das so war. Gebäude brennt. Genau, das war ja beim letzten Mal. Das ist automatisch schon wieder gelöscht gewesen, als ich mir da die Nachricht so angeguckt habe. So, jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. So. Und jetzt werden wahrscheinlich... die Bürger angepasst ihre... jetzt 25, 26, seht ihr das? Jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt werden wir wieder volle Züge haben. Ich hatte mich auch schon so gewundert, was da schiefgegangen war. Optimal, genau. So. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass... Wovon da hinten kommt ja von der... Schaut mal, wie hoch. Ja, wunderbar. So. Und dann gucken wir jetzt nochmal hier, ob wir hier vielleicht irgendwie dadurch irgendein Problem gemacht haben. Oder ein Problem erzeugt haben. Warte mal. Oh ja, hier ist richtig was los. So. 52, 8, 6, 14. Müsste unsere Happiness natürlich jetzt wieder... Ah, ich hab's gerade gesehen. Von 80 auf 81. Super. Ja, ich glaube, das ist super. Volle Busse. Wir haben wieder volle Busse. 35 fürs Krankenhaus. Mal. Gut. So. Ja, kleine Ursache, große Wirkung. Das ist phänomenal. Das ist auch richtig so. Das ist, ich habe mir einfach nur nicht die, höchstwahrscheinlich die Release Notes vom neuen Update durchgelesen. Jedenfalls nicht genau genug durchgelesen. Oder die Bugfixes, keine Ahnung. Oder ich habe es überlesen. Auf jeden Fall. Warte mal, da fällt mir ein, wir haben ja hier auch noch so eine kleine...
Aber da dürfte das automatisiert funktionieren. Lass uns mal kurz schauen. Schaut mal, wie das gut jetzt funktioniert hier. 18 Leute arbeiten jetzt hier. Super cool. Ja, wunderbar. So, und dann gucken wir noch mal oben, wo wir vorher so ein Problem hatten mit den Arbeitern. Schaut mal, jetzt arbeiten 43. Moment, jetzt bin ich falsch. Hier wollte ich hin. Wunderbar. 12 Arbeiter. Prima. Oh mein Gott. So. Ja, mein Fehler. Aber nichtsdestotrotz, das sieht gut aus. Jetzt sieht das gut aus. So, jetzt machen wir zwei Dinge. Jetzt nennen wir erstmal Sakoi um. Sakoi ist nämlich Eisenstadt. Weil dann nennen wir es auch wirklich Eisenstadt, die Stadt. Genau, weil hier kam ich nicht ran. Ne? Das war ja mal ursprünglich mein Problem und meine Fragestellung. Wie kann ich das ändern? Und das geht ganz einfach. Bei Wirtschaft und... Nein, bei Liste der Fahrzeuge sind hier unsere Städte aufgelistet. So. Und dann mache ich hier einfach Folgendes und sage, wir ändern den Namen auf Eisenstadt. So. Dann ist das nämlich wirklich Eisenstadt. Und das 52 Leute, na das läuft ja mal, sind ja mal volle Busse. Bevölkerung 1100. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Dann werde ich aber gleich noch die Liniennetze anpassen. Dann hast das hier nämlich nicht mehr Sakoi, sondern Eisenstadt. Bahnhof Eisenschmelze. So, das genauso. So, das ist ebenfalls Eisenstadt. Olli Heizwerk. So, das ist auch Eisenstadt, jawohl. Hier ist noch die dritte Zuglinie. Ja, genau die. Die werden wir auch noch umbenennen. Das ist Trolley Industriegebiet. Eisenstadt, genau. So, bestätigen. Und dann haben wir noch zwei Routen. Die Krankenhausroute. Die werden wir auch umbenennen. So. Eisenstadt. Okay. Jawohl. Und dann die letzte. Die Eisenmine. Das habe ich schon umbenannt. Das ist alles irgendwie ein bisschen genau. Jawohl. Die kriegt auch den richtigen Namen. Dann sind die Statistiken, wenn wir da nachher nachgucken, nämlich auch richtig geführt. Eisenstadt. Okay. Fertig. Super. So. Dann ist das nämlich, warte mal, hier ist noch ein kleines Fehlerchen sich eingeschlichen. Da fehlt nur ein Space. So. Nein, abbrechen. Ich wollte das noch bestätigen. So. Genau, jetzt passt das alles prima. Antares City, Eisenstadt, Kohlestadt, ja, Momosk. Können wir uns nochmal gucken, wo das liegt. Ich denke, das war... Fliegen wir mal kurz hin. Ah ja, genau, das war diese kleine Zwischenstadt, die dann entsprechend hier... für unsere Lebensmittelindustrie zuständig ist. Ja, die dürfen wir natürlich jetzt nicht Lebensmittelstadt nennen. Das wäre ein bisschen doof. Die, ja, lasse ich jetzt erstmal noch so, solange wie
ich mir da noch nicht ganz sicher bin. Was wir auf jeden Fall mal gucken werden, ist, ob sich hier im Bereich der Raffinerie etwas getan hat. Die Raffinerie hat im Moment keine Arbeiter, wie ihr seht. Das kann natürlich daran liegen, dass hier Abend ist. Einer wartet noch auf vereinsamten Posten und da schaut mal, da fährt eine volle Bahn zurück mit Arbeitern. Wieso auch immer. Wird die vielleicht nicht mehr? Doch, zur Busplattform, richtig. Und die Busplattform, die hat keine Angabe mehr. Okay, jetzt ist erstmal duster. Aber nichtsdestotrotz schauen wir das Ganze mal, woran das jetzt liegen mag. Oder hat er nur gedreht? Schauen wir mal. Okay, lass uns mal die Zuglinie angucken, die nach genau die. Bahn, Fernverkehr, Wohngebiet. Das ist hier. Und da sind wahrhaftig genug Leute jetzt auf der Strecke. Man kann es jetzt gerade nicht sehen, aber ich würde mal schätzen. Ah, das sieht man jetzt gerade nicht, weil das da drunter ist. Okay, dann machen wir, gucken wir nochmal. 24. Und die müssten jetzt dann auch hier alle eingeladen werden. Jawohl. Das waren jetzt auch die 24. Und die dürften dann auch zur Raffinerie. Ja, das war bloß gerade ein schlechtes Timing. Deswegen war das so. Ja, wir haben hier haben wir auch immer noch Arbeiter. Schaut mal, unsere Gebäude sind nämlich jetzt auch. Ah, genau. Die sind jetzt in Freizeit. Da ist was los. Hier oben sind 20. Dann gucken wir nochmal, ob hier. Wird hoffe ich gleich wieder Tag. Ja, schaut mal, sogar hier wird nachts gearbeitet. Wir warten sogar 54 Arbeiter. Wo kommt der Bus? Wo kommt der Bus? Da kommt der Bus. Ja, super. Ja. Mann, ich glaube, das hat sich so dramatisch auf alles ausgewirkt. Ich guck mal, wo unser Triebzug jetzt ist. Er bringt auf jeden Fall am neuen Morgen die entsprechenden Arbeiter. Das ist gut. Und der Bus wartet auch schon. Das heißt, hier geht es auch gleich zur Sache. So, schauen wir uns das auch hier nochmal an. Der Wolf hat zu. Was ich nicht ganz verstehe. Ach so, ja, ich verstehe es schon. Weil er fährt ja hier hin und nicht dahin. Holt die ja nicht direkt ab. Er holt die ja über eine Bushaltestelle ab, über einen Busbahnhof ab. So, dann gucken wir mal. So, da passen alle 27 rein. 40 dürften sie fassen können. Ja, warte, warum nur 21? Das ist eine gute Frage. Weil eigentlich passen sogar 80 Arbeiter rein. Aber merkwürdig, ne? Gut. Das kann geschlossen werden. Das kann geschlossen werden. Das kann geschlossen. Heating-Problem. Gucken wir gleich. Jetzt lasst mich noch mal ganz kurz schauen. Ah ja, weil hier gerade keine Arbeiter sind. Also hier sind auch keine Arbeiter. Aber es wird gleich wieder wärmer. Okay, dieses kleine Stückchen müssen wir ja unbedingt noch. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Und wenn wir schon dabei sind, dann sollten wir vielleicht hier
kleine Stückchen hier auch noch pflastern. Okay. So, 6 Leute sind noch da, die können dann hier oben arbeiten und beziehungsweise da kommen ja dann auch gleich nochmal welche nach. Beziehungsweise die sind nach Hause teleportiert, weil es zu lange gedauert hat. So, dann gucken wir uns das Heating-Problem nochmal an. Merkwürdig. Ja, okay, das habe ich verstanden. Gut. Ja, klar, beim letzten habe ich das dann nicht mehr mit erwischt. Unglaublich. So, dann schauen wir uns nochmal die Arbeiter an. So. Ja. 48. Oh Gott, was ist da schon wieder kaputt? Okay, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Warum der Zug hier zu lange wartet. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge in Ruhe angucken. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir haben ja zumindest dieses Problem heute lösen können. Euer Azuri. Bis morgen. Ciao.